Und damit wieder ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Talos Principle Road to Ghana. Whee! Boah. Ob das geht? Ja, das geht. Aber dann komme ich da nicht mehr weiter. Mist. Ach, guck mal, da kann ich sogar vollkommen automatisch. Automatik. Okay, das Ding bringt mich auf jeden Fall schon mal zum Stern. Das halte ich schon mal so fest. Das heißt also, ich muss vom Inneren irgendwie eine Kiste nach außen manövrieren, um mir persönlich die Chance zu wahren, an diesen Stern ranzukommen. Ui, was haben wir denn da? Diese drei Aktivitäten, Liebe, Intelligenz und der Erschaffungsakt, die so eng miteinander verwoben sind, können nichts anderes sein, anderes als wesensgut sein. Sie sind Teil eines Verhaltens, das charakteristisch menschlich ist. Nur zwei Dinger. Nur zwei Dinger. Und weil der Gemma da nie... Und der Gemma natürlich auch. Luftpost. Na toll. Fangen wir mal links an. Okay, die Sachen kann ich auch alle rausnehmen. Eine Kiste. Ob ich von außen direkt da drauf zielen kann? Ach so. Ja, kann ich machen, aber dann komme ich natürlich da nicht mehr hin. Bäh. Bäh. Das ist natürlich jetzt so gar nicht gewollt. Hehe. Dann kann ich das hier natürlich wegnehmen, aber nicht nach draußen legen. Okay, soweit, so gut. Dann fangen wir mal da an. Weil irgendwo muss ich ja anfangen. So. Dann bleibt die Tür aber wieder zu, ne? Das macht's gerade auch nicht besser. Ah, okay. Das war schon, glaube ich, so mit der Kiste ganz richtig. Und ich kann ja separat mir die Sachen hinlegen. Okay, jetzt habe ich schon mal die Kiste da. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, wie ich es schaffe. Warte mal, da war eine Leiter, ne? Ja, super. So, dann habe ich hier auf jeden Fall schon mal eine Leiter. Und ich gehe mal einfach vom Gefühl aus, dass ich natürlich nicht das Ding wieder zurückschieben soll. Okay. So. Dann haben wir, glaube ich, das hier erledigt. Nehme ich mal an. Schade. Das brauche ich nicht, sondern ich gehe eher hiervon aus. Aber das nützt mir ja nichts. Ich muss ja bis... Diese Tür bekomme ich ja nur auf... Die bekomme ich wirklich nur auf, wenn ich ihn hier benutze. Und da muss ich hin? Ja, wahrscheinlich von da ganz hinten, ne? Gehe ich mal von aus. Also das Ziel sind jetzt tatsächlich nur noch diese beiden. Und das Ding bringt mich leider nur genau dahin, wo die Kiste ist. Warte mal, das Ding bringt mich nur genau dahin, wo die Kiste ist. Ist doch, glaube ich, genau das richtige Stichwort, oder? Whee! Nein! Das geht... Aber die Kiste geht, oder was? Nein!
warum sollte ich... Hä? Vor allem, wie hoch die Barriere ist. Aber das ist doch bei denen nicht so. Da ist doch auch nur die Barriere so hoch wieder. Wenn das hier schon wieder irgendein Bug ist, ne? Ging das nicht... Boah, ganz ehrlich. Ich spule nochmal zurück, weil ich jetzt sehen will, ob das ganze Zeit schon... Gut, das war jetzt die ganze Zeit schon so. Ist in Ordnung. Das wollte ich jetzt aber mal einmal kurz gewusst haben. Weil das fand ich jetzt doch etwas kurios. Aber in Ordnung, ja? Ist ja vollkommen in Ordnung. Ich könnte sogar... das eine Ding kann ich ja gar nicht. Ich war jetzt am Überlegen, den Ventilator hier draufzulegen und den dann mitzutransportieren. Aber ist natürlich vollkommen kurios, weil... So. Ich komme leider nicht hier in diese Gefilde rein. Ohne... Weil sonst wäre ich gerne hier mit dem Ding, Mit welchem wäre ich denn da jetzt gerne hingegangen? Ich muss... muss ja irgendwie schauen, dass ich das Ding eins weiter kriege. Oder zumindest da drauf. Damit habe ich ja schon den Größteil erledigt. Ja, weil dann stelle ich den da drauf. Dann habe ich eine Tür, zweite Tür. Hinten kommt noch was drauf. Das kam von gerade. Ich glaube, das Ding, das kann ich ja nicht einfach durch die Gegend schicken. Aber ich könnte das wahrscheinlich... Weiß ich nicht. Könnte ich das auf der Kiste platzieren? Würde im Prinzip gehen. Ich hoffe einfach, dass das Ding sich... mitdreht. Das Ding hat sich ehrlich mitgedreht. Und das müsste doch genau an der Stelle sein. Ja, perfekt. Ach, es ist einfach so schön. Wen haben wir denn hier? Spider. Itzy bitsy spider walking on a wall oder so. Ich kenne das Englische nicht. Geil. Das freut mich. Ehrlich, ich finde das Hammer. Nein, du bist nicht. Oh, oh, ich habe jetzt gedacht, ich fall runter. Oh Gott. Und den letzten hier in diesem Bereich. Oh nein, das ist aber auch, glaube ich, der größte, ne? Ich schaue mich nochmal um. Dum, 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 dum. Zam, bam. So ein riesiges Areal wieder. Oh Gott. Was haben wir hier noch? Dass diese Gesellschaft eine Stadt darstellt, die in sich das Ziel und die Perfektion der Regierung bildet. Zuerst gegründet, damit wir leben können, aber fortgeführt, so dass wir glücklich leben können. Auch wieder nur zwei kollidierende Strahlen. Natürlich doch. Da ist auf jeden Fall wieder so ein fest installierter Strahl. Der hier auf jeden Fall in seinem Kabüffchen sein Dasein fristet. Welche schlimmen Taten er auch verbracht haben mag.
ein Stern, an den ich niemals rankommen werde. Ist das nicht toll? Das ist doch fies, das muss... Ah. Vor allem, weil da blau ist. Und zwar nur blau. Mein Gott, ist das wieder ein riesiges Areal, ey. Da muss man wieder echt über 27 Ecken denken. Nein, da ist der Stern. Autsch. Autsch, ich laufe immer überall gegen. Und hier ist rot. Also rot ist schon mal das Erste, was ich zu erreichen habe. Boah, ich... Gab's jetzt... Ich glaube, hier war doch irgendwo ein Strahl. Das ist ein Fester, das ist ein Fester. Und da habe ich insgesamt nur einen gehabt. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert, ne? Oder? Moment mal. Nee, ich glaube, die... Nee. Die sternen sich einfach nur. Oh, scheiße. Ob. Ah, warte mal. Man lernt ja immer wieder mehr dazu, ne? Na, damit habe ich auf jeden Fall schon mal den blauen. Da hinten gibt es noch einen roten, den brauche ich bestimmt. Oh, ich muss natürlich nur schauen, wie ich da am besten dran komme, ne? Zwei Stück habe ich. Ich stelle den jetzt mal hier auf. Muss mir erstmal meinen anderen wieder suchen. Da hinten ist er. Konnte ich jetzt von der Seite auch laufen? Nein. Das steht wahrscheinlich gen... Nein, guck. Ja, das funktioniert auch. Gott sei Dank. So, den nächsten habe ich. Und mit Hilfe dieser drei Strahlen muss ich es jetzt hinbekommen. Weil ich glaube, sonst gab es hier nichts mehr, ne? Mit Hilfe dieser drei Strahlen muss ich es schaffen, den blauen zu markieren. Und mein Gefühl sagt mir wieder, dass ich es wieder auf diese Art und Weise tätigen muss. Weil... Dann ist er im Weg, dann ist er aber nicht im Weg. Das kann man vielleicht sehen. Und zwar nämlich, die Strahlen sind dann schwarz. Weiß. Schwarz ist jetzt rechts. Jetzt ist links schwarz gewesen. Ja, genau. Also dadurch sind sie halt immer wechselnd. Jetzt muss ich natürlich... Wenn man das denn so hinbekommen kann... Weil da ist nämlich der einzig blaue vorhanden. Das könnte gehen. Nein. Komm, du sollst das da im Weg stellen. Im Weg sollst du das Ding stellen. Sei mal vernünftig. Nein, jetzt... Ja, das... Ehrlich, so mi... Achso, den sollst du gar nicht. Hey. Aber ehrlich, so minimal... Nein... Jetzt würde das natürlich gehen. So wie es jetzt aussieht. Vielleicht kann ich den ja noch ein Stückchen weiter hierhin platzieren.
Ja, das würde ja auch noch gehen. Vielleicht reicht das. Wäre. Du sollst die nicht kreuzen. Ja. Ja, richtig. Ja. Ja, perfekt. Es war wieder exakt quasi die gleiche Art und Weise. Ach. Ich hatte jetzt... Was? Wo bist du? Mr. Malcyber. Natürlich, den letzten, den ich natürlich rette, ist Mr. Malcyber. Man hätte es sich doch fast denken können. Also den letzten, nicht fast den, ne? Ich habe ja noch einen, den ich zu retten habe. Aber wie komme ich jetzt an diesen scheiß Stern dran? Weil das Blöde ist ja, diese Tür öffnet sich ja nur bei diesen blauen Strahlen. Ja. Und ich habe ja insgesamt 3 Strahlen zur Verfügung. Es ist wieder so... Diese Sterne sind echt scheiße, ja. Und dann kann ich mich halt hier drauf stellen. So. Dann geht die Tür auf der anderen Seite auf. Heißt das, im Zweifel müsste doch hier ein Ding stehen. Dann kriege ich aber diese Tür da hinten nicht mehr auf. Na gut, wir wissen schon, dass die Sterne... Die Sterne sind eine völlig andere Baustelle. Genial! Eine Welt habe ich noch! Eine Welt habe ich noch! Eine Welt hab... Was ist denn hier los? Hä? Ist das... Das sieht gerade hier aber ein bisschen anders aus als vorher. Das ist alles hier schon ein wenig dunkler, düsterer. Aber einen brauche ich ja noch. Mein Gott. Es sieht ja fast so aus, dass wenn ich noch den letzten habe, dann war es das, ne? Naja, dann war das sowieso. Ach komm, Welt 1, den letzten. Den letzten brauchen wir noch. Streng mal dein Hirn an, Gamro. So schwer kann das doch nicht sein. So, ich habe erstmal hier wieder einen kräftigen Schluck meines Wissenstranks genommen. Das offene Feld. Dieses Dreckspack von einer offenen Welt. So, dann laufe ich erstmal hier jetzt geradeaus. Und ich nehme das jetzt noch die Folge mit Scheißwart drauf. Ehrlich. So. Wobei ich glaube, ich gefühlt die offene Welt am schwierigsten finde. Weil ich hier nämlich keine Ahnung habe, wie viel ich von allem sammeln kann. Das ist wirklich mein größtes Problem einfach. So. Erstmal. Ach so, das war... Und da hinten in dem roten war die Kerze drin, ja? Hep, 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 zack! Schade, weil nämlich genau an der Stelle... Oh, ach so, Mist.
Wo ist denn jetzt nochmal die scheiß rote... da. Da, ne? Egal, ich stelle das jetzt erstmal da auf. Der zweite, der ist da. Und dann hole ich mir erstmal nochmal die Kiste. Ich höre jetzt gar nichts aufgehen, aber ich denke... Ah. Herrlich jetzt. Das ist doch glasklar und gerade. So. Oder steht der... Ach so, nein, das ist... das ist das Ende. Mann. Dann da halt den. So. So, dann habe ich zumindest meine Kiste. So, und mit der Kiste und den Strahlen muss es doch möglich sein, an der Stelle, an der ich hier immer verpatze, ja, das Ding wirklich oben zu lassen. Und ich weiß, die Frage, das will ich jetzt einfach mal, das will ich jetzt mal ausprobieren. Mal gucken, ob das irgendwie geht. Ja, ich habe das ja jetzt schon ganz oft mal fabriziert, dass wenn ich das Ding nach oben schieße, so, ob der dann von da den weiter verspeist, nicht verspeist, gespeist wird, so. Mal gucken, ob das gehen würde. Ja, der kriegt auf jeden Fall von da hinten den Strahl. Ist ja schon mal gut zu wissen, auf jeden Fall. Und dann muss ich schauen, weil da ist dann der blaue Strahl. Ob ich hier irgendwie überkreuz den blauen Strahl an diese Position schießen könnte. Wo? Da hinten ist das. Ich befürchte ja nein. Also zumindest nicht auf dem Weg. Das ist schade. Außerdem müsste ich bis dahin viel zu weit laufen. Oder gab es hier noch... Oder gab es da hinten, wo der andere Android war, noch irgendetwas, was ich aufsammeln konnte? Ich stelle das mal kurz hier ab. Lauf mal drumherum. Ich glaube, da war nichts. Da ist auf jeden Fall der Kerl drin gefangen. Ne, die Tür macht mir nur ein paar Probleme. Ich laufe jetzt noch mal ein bisschen hier runter. Aber... Nee, da finde ich nichts. Also so fies sind sie, glaube ich, nicht. Ich gucke noch mal genauer hin, aber... Nee, nicht, dass ich jetzt noch irgendwie einen Strahl sehen würde. Das heißt ja, ich muss mit diesen beiden Strahlen auskommen. Jetzt habe ich den nach da ganz hinten gestellt, ne? Bäh.
Ich muss es doch schaffen, von hier hinten. Also, das Ding ist ja folgendes. Ich muss quasi das Ding, das fliegt ja lang genug hoch. Vollkommen in Ordnung. Und ich suche ja eigentlich nur, also, ich suche nur eine Stelle, von der ich tatsächlich diesen blauen Strahl da drauf manövrieren kann. Der rote ist für mich abgehakt, das weiß ich. Das Ding, wenn das hochfährt, ist es in Ordnung. Der blaue Strahl, den kann ich von hier manövrieren. Und dann hab ich's. Ich hab's dann. Ich hab's dann. Ich mach mir gleich in die Hose vor Freude. Oh, ist das schön, ist das schön, ist das schön, ist das schön. Ich kann hier alles anklicken, was ich will. Und alles geht auf. Herr. Okay, da muss ich halt nur, deswegen fliegt er halt länger in der Luft. Weil man muss dann hier quasi schnell reagieren. Boah, weh, das geht nicht, ey. Egal, so geht's ja auf jeden Fall. Und ja. Bleib oben. Ja, ich hab's geschafft. Das ist so geil. Das Blöde ist nur, ich glaube wieder, meine Festplatte geht langsam wieder, die läuft voll. Deswegen mache ich jetzt gleich Folgendes. Wenn ich ihn befreit habe, werde ich das erstmal beenden. Den Borg. Borg, du bist frei, 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 du bist frei. Deswegen mache ich jetzt hier auf jeden Fall Schluss, weil ich muss erstmal gucken wegen meiner Festplatte, weil jetzt habe ich sie ja alle befreit. Nicht, dass da irgendwie jetzt gleich eine schöne lange Sequenz kommt und dann stehe ich da, weil ich keinen Platz mehr auf der Festplatte habe. Deswegen bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und mal gucken, vielleicht schneide ich das ja dann irgendwie zusammen. Bis dahin, euer Gabro, ciao.